Yo Leute und willkommen zurück zu Nier Replicant Version 1.2. Genau, wir sind gerade im verschollenen Schrein oder auf dem Weg zum verschollenen Schrein, auf den verschollenen Schrein, um unsere kranke Schwester zu suchen, die irgendwie hierhin abgehauen ist. Und mir ist mal aufgefallen, als ich mir mein erstes Video angeguckt habe im Prolog, die Szene, da wurde ja vorher eingeblendet, dass das irgendwie 2050 ist und da stand auch Sommer. Da hätte mir schon eher auffallen können, dass da irgendwas sehr komisch ist und es nicht nur dieses Supermarktgebäude ist, was so runtergekommen ist, wenn es dort im Sommer schneit. Naja, egal. So, jetzt, genau, wir sind hier irgendwie oben angekommen, nachdem wir uns unten durch jede Menge Schatten und Räume gekämpft haben, die alle irgendwie sehr gleich waren. Und wir müssen jetzt, glaube ich, hier mal sehen, wie wir mehr Richtung Mitte kommen. Sieht man das hier drauf eventuell schon irgendwie? Auch hier gibt es irgendwie nochmal viele Räume. Genau, die Kisten kann man zerschlagen, haben wir letztes Mal rausgefunden. Wir haben jetzt eine schwere Waffe gefunden, die ein bisschen mehr Angriff hat, aber ich frage mich echt. Also das Ding hier ist deutlich länger, ne? Also ich finde den Moveset-Unterschied oder die Angriffsgeschwindigkeit, oh, Returnal wurde aktualisiert, finde ich gar nicht so anders. Aber ich glaube, das Ding ist einfach ein gutes Stück länger, was natürlich im Kampf ein bisschen angenehmer ist. Oh, man kann, ich wollte gerade sagen, man kann sogar darüber springen und man fällt runter. Ja gut, hätten wir das auch mal wieder geklärt. Und ansonsten geht es hier nicht weiter, obwohl auf der Karte so viele Räume eingezeichnet sind. Aber gut, durch die Zerstörung hier und durch Wände kommt man halt eventuell nicht weiter. Dann gehen wir doch andersrum. Ich bin auf jeden Fall mal wieder richtig froh, habe ich das schon erwähnt, mal wieder ein einigermaßen relaxtes Spiel hoffentlich zu spielen, wo man einfach nur der Story folgt und was nicht so schwierig ist nach dem Stressprogramm der letzten Spiele, die ich mir so aufgebürdet habe. Unter anderem halt Returnal. Aber auch Monster Hunter hatte ein paar toughe Fights gegen Ende. Monster Hunter Rise. Und das hier, wie gesagt, klassisches RPG. Da hat, das Spiel hat jetzt nicht den Ruf, dass es super schwierig ist oder so. Guck mal, wir können es doch greifen, diese Kiste hier. Das ging bisher bei den Kisten, wenn die in solchen Räumen unten waren, irgendwie nicht. Und ich habe mir übrigens auch nochmal in einem Video mal die alte Version angeschaut von der Xbox 360 und PS3 waren es, glaube ich, gewesen. Okay, wir brauchen jetzt, glaube ich, die Kiste, um hier weiterzukommen. Genau, die Leiter ist kaputt. Ja, was könnten wir dafür wohl nehmen? Bewegliche Kisten. Stelle dich neben eine bewegliche Kiste und halte Kreis gedrückt. Bewege deinen Charakter dann zur Kiste hin oder weg, um sie zu schieben oder zu ziehen. Verschiebe Kisten bei Bedarf, um einen Weg zu erschaffen. was wollte ich sagen? Genau, ich habe mir mal die alte Version angeschaut. Und so riesig ist der Unterschied im Kampfsystem, finde ich nicht. Also es ist schon ziemlich nah am Original. Was man halt sieht und was sie halt gesagt haben, was sie gemacht haben, ist, dass sie es doch wesentlich schneller und responsiver letztendlich gemacht haben, die ganzen Kampfabläufe. Aber vom eigentlichen Kampf sieht es doch ziemlich ähnlich aus. Klar, die Kulisse sieht jetzt deutlich besser aus. Die Musik haben sie wohl auch nochmal irgendwie neu eingespielt und keine Ahnung was und noch ein bisschen variantenreicher gestaltet, wobei ich die Musik auch so schon echt mega finde. Aber klar, man merkt hier auch schon, es dudelt, glaube ich, keine Ahnung, seit einer halben Stunde die gleiche Musik im Hintergrund rum, die zwar sehr cool ist, aber irgendwann hat man halt doch mal alles gehört. Ja, und wie kommen wir jetzt da dran? Ach so, Doppelsprung. Nee, auch das nicht. Oder müssen wir einfach da hinten über dieses Drahtgitter drüber und gar nicht an die Leiter dran? Das kann natürlich sein, dass wir uns einfach nicht an der Leiter festhalten können. Aber auch hier geht's nicht. Oder einfach neben der Leiter. Ich raff's gerade nicht, Leute, wie ich da hochkomme. Letztes Mal so ein bisschen gestruggelt, weil wir nicht gecheckt haben, dass wir die Kisten kaputt machen können. Ja, jetzt ging's doch. Okay, man musste sehr genau, glaube ich, einfach an der höchsten
Stelle nochmal abspringen, was mir die ganze Zeit wohl nicht so gelungen ist. Sauber. In so einem Spiel, wo es nicht auf präzise, auf super präzise Bewegungsabläufe ankommt, dann an so einer Kante, doch zu verlangen, dass man an der maximalen Sprungspitze abspringen muss. Sehr nice. So, noch eine Etage höher. Wir kommen ja reichlich hoch hier mittlerweile. Aber letztendlich kann man eigentlich nur relativ strikt dem Weg hier folgen, oder? Okay, da wird's runtergehen. Und hier ist Sackgasse. Ja, dann gehen wir doch da runter. Zack. Den schnellen Weg, nicht die Leiter klettern. Ich glaube hier auch. Ah, nice, der Speicherpunkt. Ja, dann nutzen wir das mal. Wir haben schon ewig nicht mehr gespeichert, gefühlt. Gut, ja, hier sieht's auch so aus, ne? Als wenn man hier nicht durchgekommen wäre. Der direkte Weg war also schwerlich. Noch mehr Arzneikraut. Wir sind aber komplett voll. Also an Heilung, mit Heilung geizen sie Gott sei Dank nicht. Auch das unterstreicht, glaube ich, dass das Spiel nicht, wahrscheinlich nicht das Allerschwierigste ist oder das Alleranspruchsvollste vom Kampfsystem. Ich muss singen üben, damit ich für Drechsel singen kann, wenn er zurückkommt. Oha. Oh, Yoda! Da ist sie. What is it with these things? So, wir können immer noch nur hier normal häckseln, ja, und nicht unbedingt irgendwelche Magie anwenden. Ist zumindest mein Verständnis. Wie im Intro, da hatten wir ja uns irgendwann dieses Buch da gekrallt und konnten dann Magie anwenden. I don't have time for this. I have to save Yoda. Ja, und wie machen wir das am besten? Auch hier einfach mal draufkloppen. Get out of my way! Give my sister back! Ja. Ich wollte gerade sagen, ich bin mir nicht so sicher, ob es was bringt, aber es tut doch was. Ah! Ein Buch! Das hatte ich gar nicht so erkannt. Kriegen wir jetzt endlich magische Fähigkeiten? Und unsere Schwester zurück? Und wahrscheinlich von diesen beiden großen Gegnern auf die Glocke. Na, vielleicht lassen sie uns auch einfach nur durch. Das ist ja nett von denen. Wir zerstören da das, worauf sie aufpassen sollen, und dann lassen sie uns einfach durch. Oh, ein fliegendes Buch. For the love of all that is holy, would you please stop pounding me? Es ist nicht nur ein fliegendes Buch, es ist auch ein redendes Buch, Leute. Then move! Yoda! By the heavens. So, wir haben das geheimnisvolle Buch um Hilfe gebeten und es hat sich uns angeschlossen. Das Hauptmenü Options wurde aktualisiert. Ah, Magiefähigkeiten. What? There. Das Buch der Legende. Optionen, Befehle, Grimoire, Weiß. War das hier nicht vorher mein Waffenmenü hier oben? Ach so, hier oben sieht man die Tastenbelegung. L2 zum Verteidigen. Genau, die unteren beiden Knöpfe sind zum Ausweichen und Verteidigen. Zurücknehmen. Entferne die Auswahl. Hier kann ich die Tasten neu belegen, oder? Kann ich auch hier ausweichen. Zurücknehmen heißt einfach, die Taste ist noch unbelegt, oder? Oh, What the fuck? Das Menü hat sich komplett geändert. Was geht hier ab, Leute? Das ist unser aktueller Standort. Okay, das hier ist meine Weltkarte. Das ist was, was ich schon schmerzlich vermisst habe für die Gesamtorientierung. Speicherpunkt. Ah, es ist richtig cool, Leute. Was haben wir jetzt hier noch? Gegenstände. Alle Gegenstände. Ah, jetzt sieht man hier auch mal die Gegenstände, die wir eingesammelt haben. Das konnte man bisher alles nicht sehen. Wiederherstellung.
Das sind Rohmaterialien. Also, das dicke Wörterbuch haben wir 2 Stück von. Sind auch Rohmaterialien. Angeln, Saatgut, wichtige Gegenstände. Also, das sind diese Karten und sowas. Und Jonas Haarband, was wir gefunden haben. Der Bronzeschlüssel, die Weltkarte. Okay, die Aufgaben. Abgeschlossene Aufgaben. Nicht abgeschlossen, nicht abschließbare Aufgaben. Abgeschlossene Aufgaben. Wir haben nichts abgeschlossen. Nicht abgeschlossene Aufgaben. Hä? Okay, die Aufgaben scheinen nicht unsere Hauptquests zu sein. Oder was sagt mir das? Waffen. Wähle eine Waffenkategorie. Alles. Worte zuweisen. Magie. Waffen. Namenlose Klinge. Was heißt Worte zuweisen? Du hast derzeit kein auswählbares Wort. Kampfkünste. Auch hier haben wir keine. Okay, man kann die an seine Gegenstände und seine Magie anscheinend noch irgendwie mit Worten verändern. Waffen, was auch immer. Notizen, Status. Zur nächsten. Okay, Erfahrungsbalken. Worteliste. Wir haben keine Worte. Dokumente. Wir haben keine Dokumente. Tutorials. Menü. Naja, okay. Angelrekorde. Waffengeschichte. Geschichte. Die namenslose Klinge. Klöng, klöng, klöng. Schweiß rinnt über die Gesichter ärmlich aussehender Männer, während sie den Eisenstein herausschlagen. Ihr fröhlicher Gesang hallt in der Mine wieder. Wir sind Arbeiter, Minenarbeiter, schmutzig von Kopf bis Fuß. Tag für Tag suchen wir nach Eisen. Klöng, klöng, klöng. Das Mädchen wurde am Tage ihrer Geburt einem hohen Herrn versprochen. Sie wuchs heran und verbrachte ihre Tage damit, sich auf ihre Rolle als Ehefrau vorzubereiten. Abends starrte sie aus dem Fenster ihres Schlafzimmers und betete zum Himmel für ihre Angetrauten. Oh mein Herr, wenn ihr doch nur einen Tag früher zu mir kommen könntet. Ja, gut. Haben wir hier Geschichten dieser Waffen. Ja, interessant. Das ist ein Menü. Menü hat sich komplett verändert. The magic barrier preventing your passage should simply disappear. Ich habe das Tutorial Combos freigeschaltet. Wo war das jetzt nochmal? Tutorials. Combos. Drücke wiederholt den Quadratknopf, um einen Combo-Angriff auszuführen. Ja, das kennen wir ja schon. Ja, das sind alles Sachen, die kennen wir schon. Abfälschen, genau, im richtigen Moment verteidigen. Hechtrolle, ja, das sind alles Sachen, die kennen wir schon. Müsste ich mal das... Vielleicht machen wir das auch mal eben. Mal das neu überall wegmachen, damit wir neue Tutorials besser identifizieren können. Weil ich glaube, das sind Sachen, die haben wir alles schon kennengelernt hier im Laufe des Spiels. Genau, jetzt ist das neu überall weg. Can really do that? I am Grimoire Weiss. My very name brings kingdoms to their knees. Okay, er ist Grimoire Weiss. White. You will refer to me by my full and proper name. Aber es macht nicht viel gerade. You should not have turned your blades on me, foul creatures. Oh. With a single word, I, Grimoire Weiss, shatter the very universe itself. Now, prepare to... Okay, er kann das Universum vernichten. Oh dear. It seems that the frantic bludgeoning you gave me earlier has caused my memory to escape me. Are you for real? Unsere Schläge haben sein Gedächtnis an seine mächtige Magie ausgelöscht, oder wie? Du hast einen versiegelten Vers erhalten. Du hast die Magie Dunkle Explosion erhalten. Dunkle Explosion, R1. Feuere kleines Halben magischer Energie ab. Ja genau, das kennen wir auch schon. Aber unser Magiebalken geht dann ziemlich schnell leer. Aber gut, er lädt sich auch schnell wieder auf. Did you just suck the blood out of those things? Boah. Okay. I'm memory. You all right, Vice? Hang in there. It would seem I can regain my powers by defeating these monsters. Okay, wenn wir hier Monster bekämpfen. Is this magic? Boah, ich finde das immer super. Magic indeed.
This is the true power of Grimoire Weiss. Wenn wichtige Dialoge während solcher Kämpfe stattfinden, wo man auch immer so viel Zeit hat und so viel Aufmerksamkeit, diesen Dialogen zu folgen. Okay. Jetzt will doch noch jemand Größeres was von uns. Es war mir fast irgendwie klar, dass sie nicht nur hier sind, um den Weg aufzumachen, wenn man das Blut da rausnimmt. So, haben wir irgendwie jetzt so eine Art Boss hier oder sowas? Look how these foolish creatures charge heedlessly into battle. Bam. Still, dealing with both of them at once may prove to be a daunting task. Oh. Defensive barrier. That sounds bad. Enemies with such barriers are impervious to both weapons and magic. Like I said, bad. Ja, es war mir fast klar, dass die jetzt immun sind. Oh wow, der kann auch irgendwie meinen Blocker brechen, anscheinend. The one who emerges victorious. Now the other one has a barrier. Ach so, jetzt hat der sich die Barriere gegönnt. Oh, ich wollte eigentlich mal versuchen, dieses aktive Blocken da mal zu... Okay, sie haben mal wieder die Barriere getauscht, aber es macht nicht den allerschwersten Eindruck. Oh, wow. Watch their blades at all costs. I'm on it. Oh, this is madness. You fight like a one-legged chicken. Can you leave? You fight like a chicken. So, den ersten haben wir. You fight. Hat er gerade wirklich gesagt, you fight like a chicken? So, anscheinend erinnert er sich jetzt an noch eine weitere Fähigkeit. Okay, das wird abgeblockt. Oh, das ist, bei Jona gelandet quasi. Das war knapp gewesen, Junge. Okay, ich dachte, den einen hätten wir erledigt. Du hast einen versiegelten Vers erhalten. Du hast die Magie Dunkle Lanze erhalten. Genau, das kennen wir auch schon. Um deine Magie und Fähigkeiten festzulegen. Im Moment haben wir nur zwei. Oh, wow. I've got my hands full just dodging. Is this more of your power? Would seem so. Are you sure you know what you're doing? Oh nee, das wollte ich eigentlich gar nicht. Ich wollte nochmal meinen Speer hier aufladen. Okay, aber ich habe diesmal gar nicht so viel Magie, dass ich den großartig aufladen könnte. Im Gegensatz zum Prolog-Kampf. Oh, godlike ausgewichen. Oh, das war jetzt nicht so godlike ausgewichen, weil ich gerade mal auf meinen Magiebalken geachtet habe. Okay, das. Ich habe das Gefühl, gegen Ende lädt er irgendwie langsamer auf. Kann das sein? So, es reicht irgendwie für 3 Speere oder so. Take heed. Wow. The one-horned statue has gone berserk. Got it. Okay, der geht berserk. Wurde mir gerade irgendwie mitgeteilt. Falscher Knopf. So, dann machen wir es hier mit Midi-Schlägen. Bam! Und den zweiten auch kaputt. Okay, ich habe ein paar Mal die falschen Knöpfe gedrückt. An die Steuerung muss ich mich noch so ein bisschen gewöhnen. Was tun wir jetzt gerade hier mit unserer Magie? Von Grimoire Weiss. White. Okay, ich glaube, der blaue Kollege, der scheint jetzt endgültig hinüber zu sein. Der blutet auch ordentlich. So, das war ein roter. Über wie viel Leben haben wir eigentlich noch? They are not but a horde of faceless minions. Swat them aside. Ja, das probieren wir gerade. Boah. Autsch.
Focus on the small ones first. Keep your guard up. So, schön von hinten jetzt hier. Oh ne, falscher Knopf mal wieder. So, aber eigentlich müssten wir ihn doch jetzt mal haben hier. So. Und damit müssten wir auch den zweiten Typen hinüber haben. Okay, das war mal eine nette Kampfeinführung gewesen hier. Haben wir es jetzt? Ja, ich vermute mal, der Kollege wird jetzt auch das Zeitliche segnen. Er hat seine Hand verloren. Jonah! So, wo ist die Hand hin? Die ist gar nicht mehr hier. Okay. Oder liegt sie hier bei ihm? Dann schauen wir doch mal, was bei Jonah los ist. Ich habe uns vorher noch mal ein bisschen geheilt. Warum liegt sie hier auf so einem Altar oder was auch immer das ist? I'm sorry. I didn't mean to. I just wanted to help. Ja, das war ja auch sehr nett von ihr eigentlich, oder? I'm the one who's sorry. You must have been scared out of your mind. Are you okay? Okay. Perhaps we'd best depart, hm? Ja, achso, deswegen sage ich manchmal weiß und manchmal white. Klar, weil da unten im Text steht Grimoire weiß, aber ich glaube, gesprochen heißt er halt Grimoire white. The shrine's about to collapse. Come on, Jonah, let's go! Ja, ist immer noch die Frage, was sie hier wollte, oder? Sie hatte sich ja, glaube ich, bei der Bibliothekarin da erkundigt, was außerhalb los ist, ne, wenn ich mich richtig erinnere. Und dann ist sie entschwunden. You're faster than I thought. I tried. I really did. But I couldn't find a lunar tear. Ach ja, genau, die Mondträne, ja. And I'm so sorry. I just wanted to make you rich and get rid of this disease. I'm sorry. Don't worry about Oh. What's going on? Ich werde lernen, wie ich für Drexel kochen kann. Am besten beginne ich mit einem neuen Geheimrezept. Ja, das waren die Muster, die auch im Prolog letztendlich auf Jonas Gesicht erschienen sind. She has the black scroll. Sie hat die Runenpest. Yeah. When did this happen? The weird coughing started about a month or so ago. Okay, also gut, diese ganzen Reinkarnationen oder wie man, was das auch immer ist, haben es auf jeden Fall nicht von Anfang an. Aber sie scheinen ja trotzdem dann immer ein sehr ähnliches Leben zu führen, oder? Wie habe ich das zu verstehen? The disease curses the afflicted with strange runic symbols that gradually spread over the entire body. And I fear it is fatal. Das würde ich auch vermuten. Yeah, I know. Oh, Jonah. Come. It's best to let her sleep. Jetzt laufen wir hier wirklich mit so einem Buch rum, was uns die ganze Zeit voll quatscht, oder wie? Come. It's best. Ja, schlafen ist wohl das Beste für sie. Dann wieder neue Gegenstände. Stärketropfen. 300 Goldstücke. Ach, unten war das mit den Waffen.
Aber hier ist jetzt unten nicht mehr die Waffen, sondern Grimoire Weiß. Okay, dann ist es doch... Okay, die Schnellmenüs haben sich jetzt geändert. Ich glaube, die waren vorher einfach die gleichen wie in den Hauptmenüs, aber jetzt unterscheiden sie sich doch. Dunkle Lanze, dunkle Explosion. Viel mehr haben wir auch nicht, dann kann das erstmal so bleiben. Was wollte ich denn jetzt nachgucken? Genau, Gegenstände. Wir haben gerade Stärketropfen oder sowas bekommen. Genau, das heilt uns. Verdoppelt 30 Sekunden den physischen Schaden. Verhalbiert für 30 Sekunden den Schaden durch physische Angriffe. Das hätte ich eigentlich gerade im Kampf mal nehmen können. Okay, die gehören also beiden zusammen. Und heilt Vergiftung, das Übliche also. So, lass mich raten. Wir wollen zur Bibliothekarin. This is so unfair. Yona hasn't done anything. Why do terrible things keep happening to us? I would gladly help the lass, had I the means to do so. Ja, ich denke, das gilt es rauszufinden, ne? Warum das uns letztendlich getroffen hat. Und dieses Buch ist jetzt tatsächlich unser permanenter Begleiter hier, oder wie? She's just a little kid. She doesn't deserve this. Das ist richtig. I don't feel like... Wem ist nicht nach Reden zumute, dann reden wir mal hier mit ihr. Oh, you're back. I was worried about you. I heard you went through the Eastern Gate and... Wait, is that a book? Ja, ja, das ist ein Buch, was da rechts über unserer Schulter schwebt. Now see here. I am Grimoire Weiss and you will treat me with the proper respect. Er hat ja schon ein bisschen komisches Auftreten gegenüber Fremden, ne? Unser guter Grimoire. Wait, you're Grimoire Weiss? Oh, that is so cool. Okay, man kennt What? Sich. You know him? Of course. He's the white book I was just singing about. Okay. He's in your song? Yeah, the Song of the Ancients. It's an old tune that's been passed down through generations of villagers. It's in a forgotten language, so I doubt you could make much sense out of it. Do you know what it means? Well, it's not like I studied it or anything, but I can tell you bits and pieces. Bits There's and pieces. There's this terrible black book that shows up and starts spreading disease all over the place. Ist das schwarze Buch vielleicht schuld daran, dass die Erde stirbt? But then this white book appears and saves the world and everyone's happy. You know how it goes. Das Übliche. What is it? It's nothing. So how exactly does this white book save the world? It's just a song, yeah? I don't really know the details. Oh. Aw, don't be sad. Look, why don't you go Natürlich. Ask Ursula? Ich hab schon drauf gewartet. She's got a big brain, maybe she knows something. She's got a big brain. That's a good idea. Thanks. Ja, dann machen wir das doch mal. Reden wir jetzt auch wieder mit anderen Leuten, oder? Na gut, jetzt ist gerade keiner hier. Können wir mal beim Treppenaufstieg hier gucken. A white book. A black book. Ja, gut, dass wir das weite Buch... Something the matter? No. I was just thinking. Gut, dass wir das weiße Buch schon mal auf unsere Seite gebracht haben. We should go talk to Popola. Okay, wir wollen immer noch nicht mit Leuten reden. Auch mit ihm da nicht, der schon seit Tagen hier rumsteht und die gleichen Bücher studiert. Popola. I heard about Yona. I don't know what to say. I'm so sorry. Es tut mir so leid. Well, maybe you can help. What do you know about the song that Devilo was singing? Wait. Is that Grimoire Weiss? Ich glaube schon, ja. You know Weiss? Finally, someone who appreciates quality when they see it. Yes, well, the Song of the Ancients. Let's see. When the great black book, Grimoire Noir, brings calamity upon the world. Calamity? The white book, Grimoire Weiss, will appear with his sealed verses. He will then use them to vanquish Grimoire Noir and purge the calamity he wrought. Or so the legend goes. What's a sealed verse?
No such records remain, so I can't say for sure. But they seem to resemble some form of magic. Ja. Ich denke mal, diese versiegelten Verse müssen wir finden und entsiegeln. Und dann können wir sie auch nutzen oder sowas. Magic. What is? So the song says Grimoire Weiss purchased the world of this calamity, right? Er sagt sogar auch Grimoire Weiss. Der heißt wirklich Weiss und nicht White, oder? And he does so using these sealed verses. Oh, and do you believe the matter I infused in the shrine is one of these sealed verses? Exactly, Weiss. With your power, we can cure Yona. Na, endlich. Guys, don't get too excited. This is just some old legend. Okay, die also das schwarze Buch verteilt auch diese Krankheiten wahrscheinlich irgendwie, oder? Hey, Weiss was just some old legend yesterday, but here he is. And if he's real, the rest of it must be too. He can cure the Black Scrawl. I know he can. Do we know anything regarding the whereabouts of this Grimoire Noir? Sorry, but there's nothing about that in any of the records. All I can say for sure is that there are a number of sealed verses out there. Dann eignen wir uns auch erstmal diese Verse an, oder? So it appears the shades you fight and these verses are intrinsically linked. Then we'll go kill every shade we can find. Das klingt auch nach einem guten Plan. That's far too dangerous. What an absurdly reckless plan. So I should just sit around and do nothing while Yona suffers? I don't think so. But well, it's clear I won't be able to talk you out of this, so I've heard the Shades are gathering near a village called the Aerie. It's past the bridge on the Northern Plains. They should be done with the repairs by now. Okay. I marked it on your map for you. Maybe you could find one of the sealed verses there. Judy! Once you arrive, be sure to speak to the village chief. He lives in the house up on the highest point in the Aerie. Die Aerie, der Adlerhorst. Got it. Good luck, you two. Ju, Leute, dann ist hier eigentlich schon wieder Zeit für ein Päuschen. Okay, langsam nimmt die Geschichte etwas Form an. Es gibt hier Magie in Form von weißen und schwarzen Grimoire-Büchern. Und ja, das Schwarze ist das Böse, das Weiße das Gute. Aber das, dem Weißen fehlt es noch an seiner Kraft. Und das gilt es dann wohl letztendlich zu entfesseln, indem wir jetzt diese versiegelten Verse finden. Doch das schauen wir uns beim nächsten Mal weiter an. Ich sag erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin.